Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Warframe. Verteidige die Bombe wäre zum Beispiel die nächste Mission gewesen. Das können wir machen. Einmal erwacht, das ist ja die Mission, ne? Das ist ja die Quest. Die machen wir jetzt. Guck mal, ui, ui, der schaut auf unseren Links, auf dem Mauszeiger. Ui, so. Na gut, dann verteidigen wir mal die Bombe. Schaffen wir das überhaupt alleine? Töte 20 Gegner mit der Pistole. Ja, das wäre auch mal... wird auch mal langsam Zeit. Wir hatten ja das Thema... Zeit, Let's Plays und so weiter. Hat man überhaupt Zeit für Let's Plays? Klar hat man Zeit, mal nach der Arbeit oder sonst was. Ein, zwei Stunden, das war's. Aber soll man in der Zeit natürlich spielen. Ne? Aber da hat man keine Zeit mehr für andere Videos und sonst was. Ah, ich weiß jetzt, was das ist. Das, meine Freunde, ist die Mission, was wir mit Vector, Sigma und Normabot zusammengespielt haben. Und das jetzt kann ich mich erinnern, aber mit der Pistole hier zu schießen, ne, das ist ein Krampf, glaube ich. Geht eigentlich nur hoch, die Bombe. Zwei Gegner haben wir schon. Okay, jetzt kommen die Verrückten. Okay, das müssen wir jetzt mal hier. Zack, Junge. Zack, Junge. Jungs, was ist mit euch los? Wieso seid ihr so viele? Und ich bin so alleine, hallo? Aber wenn ich nur ziehen würde, mit der Maus wäre es besten, ne? Mit dem Controller. Ich glaube, die Typen machen vielleicht das Spiel kaputt. Sollte vielleicht mal doch das Schwert benutzen. Ist ja unglaublich, wie viele hier sind. Da ist aber einer noch, da lebt doch einer. Der ballert er hier. Oha, wir haben 7... Oh, 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 oh. Wir haben vorhin noch einige Wellen, ne? Muss man schon sagen. Oh, die Pistole ist dann krampfbrüchig. Haben wir das überhaupt eigentlich? Weil wir sind ja ganz viele Wellen, die haben hier. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen, ne? Mal auch die Pistole anwenden. Habt ihr das gesehen, wie er sich jetzt... Wie er sich hier... Na, das dürft ihr nicht machen. Das gehört mir. Nur ich darf das kaputt machen. So. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegnats? Wo sind die Gegnats? So, 6 Wellen, Leute. Buggy. Das ganze Feld ist ganz schön buggy. Nein, natürlich nicht. Ich bin da zu weit oben gewesen gerade. Machen wir mal mit der Pistole. Sind da noch 12 Gegner. Ungefähr. Da machen wir die mal mit der Pistole fertig und vielleicht einen Bonus erhalten. Ich glaube, die Dinger, die Anzeige, die lädt wie man wieder die Verlebensbalken, die dieses Gerät, der Gerät, Kaskadenbombe, ne? Der fühlt sich genau wieder auf nach der Welle, oder? Das ist eine gute Frage. Müssen wir Karma jetzt fragen, ob er Zeit hat, wieder DZ Standalone weiterzuspielen. Das ist jetzt übrigens Tageszeit, also im realen Leben. Das heißt, auf dem Server müsste jetzt auch Tageszeit sein. Komm, 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 komm. Nein, 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 nicht warten, so fahren. So. Pistole ist schon schwach, muss ich sagen. Die muss ich mal aufrüsten. Also, boah! Leute, was macht ihr hier? Ich muss noch 5 Wellen überleben. Ja, das Ding überlebt schon, oder? Wie viel hat es noch? Sehe ich gar nicht. Wahrscheinlich hat es noch 0 Leben, hahaha. So, jetzt müsste ich mal langsam auch. Wo sind die Gegner? Schauen wir mal. Zack, da ist doch einer. Zack, 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 zack. Der ist tot. 5 Gegner oder was? Aua!
So, der ist auch hin. Wir sind auch kaputt. Zum Glück stirbt man hier nicht endgültig, sondern hat eine gewisse Zeit. So, noch zwei Stück. So, jetzt haben wir die Punkte erhalten. Geht schneller. Jetzt kommen auch die besseren Gegner, wie man sieht. Der ist schon heftig, der Typ. So, was haben wir denn hier alles noch? Kommen da noch welche? Da vorne ist einer. Hier haben wir alle. So, jetzt brauchen wir langsam mal so ein... Jetzt hier. Ihr wisst schon, was ich meine, für die Fähigkeiten, die blauen Item. Nicht Item, sondern blaue Fähigkeit. Dingsbums. Wie heißt das Ding überhaupt da? Das blaue Ding, was so hier auftaucht. Ja, nur noch ein bisschen länger aushalten. Nur noch ein bisschen länger aushalten, dann haben wir es geschafft. Wow. Fast runtergeballert. Ein bisschen wie in Dark Souls. Hier das Metzeln. So, jetzt dürfen wir mal wieder eine andere Waffe nehmen. Da ist noch ein Viech. Immer schön umkreisen, umrunden. Zack, 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 zack. Und schon runterfallen. So, na, nicht runterfallen. Zack. Was ist das für ein Viech eigentlich? Ich denke ab, du. Das Ding geht aber ab, ey. Nein, du kommst hier nicht durch. So. Na? Kommt da noch jemand? Oder kommt da noch jemand? Da drüben ist noch einer. Der kommt irgendwie nicht raus. Ah, der hängt da. Der hängt. Komm doch her. Der hängt aber total. Guck dir das an. Der backt hier rum. So, das war das. Wer der besiegt, kommt glaube ich die letzte Welle. Bin mir nicht sicher. Müsste eigentlich die letzte Welle kommen. Das ist nur unser Gewehr. Das macht Ratta, Ratta, Ratta. Ohohohoho. Lustig, ihr seid ja lustig. Ihr wollt mich runterschubsen. Ja. Witzbolde. Hier kann man wirklich einen gut runterschubsen. Das machen die gerne. Ich habe immer noch keine Fähigkeit hinter mir. Aber jetzt habe ich glaube ich eins bekommen. Diesen blauen Energie nennt man das. Energie. Energie. Scotty, Energie. Hack, hack. Und schon ist sie leer. Energie. So. Da kommt dieses übelste Viech. Ich hab schon Misserfolg gelesen, nicht Missionserfolg. Schauen wir mal. Okay, das hätten wir eigentlich gemacht jetzt. Jetzt fehlt uns nur noch... Jetzt haben wir zwei Dinge erhalten. Da.
Okay, wir haben so eine Blaupause erhalten. Was abgeschlossen? Jawohl, Leute. Verlassen natürlich. Bedeutet das, dass wir jetzt eigentlich was Neues erkunden können? Wie sieht das eigentlich aus? Jetzt haben wir Merkur hier. Naja, das war hier. Das ist nur was anderes. Was ist das eigentlich? Du glaubst, glaube ich, noch was. Auf der Erde haben wir zum Mars. Eurasia, aber da müssen wir gleich was anderes machen bei Eurasia, oder? Doch, wir können Eurasia schon machen. Da müssen wir einen Cut machen.